tilbúið, ég vil. Já. Nicht, dass der meinen Einheiten hier schadet. Okay, wir können durch. Brecht alle durch. Und weg hier. So, die Trabanten, also meine wandelnden Kiefern, halten sie noch ein bisschen auf, hoffentlich. Wo zur Hölle habe ich... Ach, Scheibenhonig. Ich habe vergessen, dass ich Skuld und den Bannerträger in dem Lager hatte. Im Dorfzentrum. Okay. Die Mission kann ich vergessen. Ich kann mich nicht mit den Riesen anlegen. Ich habe vor lauter... Vor lauter Dorfbewohner retten habe ich vergessen, dass ich Skuld und den Bannerträger zurückgelassen habe. Und ja, gegen so viele Riesen kann ich mich nicht wehren. Höchstens, ich könnte mit Chiron irgendwo durchbrechen. Oder ich krieg die Riesen doch tot. Was ich allerdings bezweifle. So viele wie das sind. Wobei meine Haupthelden halten sich doch gut, aber es sind so viele Riesen. Es kam auch keine Benachrichtigung, dass ein Held gefallen sei. Das ist es ja gerade. Oh, sogar die Rampen helfen fleißig mit. Okay, das kann doch noch was werden. Es werden nämlich immer weniger Riesen. Okay. Skuld und der Bannerträger leben wieder. Okay, das ist das, wie man es nicht machen sollte. Okay, das war wieder mal Skuld. Oh nein, ich zögere die Mission nicht irgendwie absichtlich heraus oder so. Das war einfach nur wirklich blödes Versehen. So, jetzt muss ich dringend Skuld wiederbeleben. Wo sind meine Helden? So, Skuld ist wiederbelebt. Wir müssen den Riesen ausweichen. Hört auf, wieder auf Skuld einzuhauen. Chiron, du bleibst mal zurück. Und die anderen machen die platt endlich. Haben wir es dann? Fliehen Sie, schicken Sie Skulder Kantus und den Träger des Vollstack Banners. In Wedge. Ja.
Das hätte auch ins Auge gehen können. Jedenfalls haben wir jede Menge Dorfbewohner gerettet. Und da kommen noch mehr Riesen da unten angelatscht. Okay. Die haben übrigens all meine Schweine getötet. Oh, und ich habe gewonnen. Puh. Machen wir doch noch die nächste Mission. Auch wenn es jetzt ein bisschen dann länger ist, die Aufnahmesession. Ja, hier oben ist wirklich Krieg. Seht, sie haben aufgehört zu kämpfen. Das Banner wirkt. Ich traue meinen Augen nicht. Volstags Männer trauen sich hierher? Volstag hat mein Vieh gefressen und meine Hütte im Fluss versenkt. Tötet sie! Tötet sie alle! Oh. Was zum... Verteidigungsformation bilden! Die Speerkämpfer nach vorne! Bogenschützen, Feuer frei! Jau, jau. Jirbe. Jupp, wir haben hier eine nette kleine Mission. Die warum haben uns die Nordmänner angegriffen? Ja, anscheinend hat ihnen meine Fahne nicht gefallen. Vielleicht können wir das zu unserem Vorteil nutzen. Diese Männer scheinen von Skulls Flagge angezogen zu werden. Wenn wir ihre Anführer damit herauslocken und besiegen können, hören sie vielleicht auf zu kämpfen. Tilbun. Wir könnten Tilbun. Die Nordmänner aus ihren Lagern locken und sie im offenen Gelände überfallen. Jupp. Das ist nämlich jetzt der Plan, deswegen ist die Mission eigentlich relativ kurz. Stellen Sie in den Hinterhalt, bauen Sie mindestens 5 Türme und dann müsste ich in jedem Lager den Hersen töten. Den Elite-Toxoten, ein paar schweren Hopliten und so. Gemahle aus dem Weg. So, dann passt hier nämlich auch eine Heilquelle hin. Ja, ich muss mich hauptsächlich auf immer einen klar nach dem anderen rauslocken. Man sieht, die Lager sind einigermaßen gut befestigt. Ich glaube, ich fange mit dem Grünen an und höre mit dem Roten auf. Tilbun. Und da habe ich jetzt nicht mehr genug Holz. Erst das Grüne, dann das Lilane und dann das rote Lager. Jeweils einnehmen, also mit der Fahne die Anführer rauslocken. Oder besser die Armee rauslocken. Schwerpunkt Kavallerie der Wikinger. Die wichtigste Kavallerieeinheit der Wikinger ist im berittene Schoßtrupp, der im Langhaus ausgebildet wird. Berittene Schoßtrupps sind kostengünstig und schnell sowie stark im Kampf gegen Bogenschützen. Später können die Wikinger dann in der Bergfestung Jarle ausbilden. Ja, das sind kostenintensiv und langsam, aber sehr kampfstark. Ja. Ja, Türme bauen, die dort effektiv genutzt werden. Und den Hafen hier finde ich putzig. Hier neben dem Eisloch. Also ja, das hier ist eine reine Aushaltemission. Deswegen können wir die auch schnell abspeisen. So, wo ist der Bannerträger? Skepan. Skepan. Ja. Jo, da ist der Bannerträger. Den schicke ich dann schon mal los. Nehme ich hier den Weg runter. Und stelle schon mal die Truppen auf. Locken Sie die Clanhäuptlinge mit Hilfe von Volstags Bannerträger in einen Hinterhalt. Besiegen Sie alle drei. Also ja, da ist der Clanhäuptling. Den muss ich besiegen. Und wow. Ja, da kommt schon die Armee raus. Ich werde erstmal wahrscheinlich die Reiterei da in Empfang nehmen müssen. Nein, nein, nein. Haltet euch erstmal zurück. In Wedge. Ist hier der nicht dich,
mal, wie geil ich jetzt Pause machen würde. Schieß den da ab, dann kriegen wir nämlich all seine Truppen. Das hilft uns im Kampf ungemein. Ihr habt Angrim besiegt. Ihr seid ein wahrlich großer Krieger und wir werden euch folgen. So, so haben wir eine ganze Armee auf unserer Seite. Als nächstes ist er hier dran. Er hat nämlich hauptsächlich nur Ulf 6 und Jarle. Er hat Huskarle und Axtwerfer. Und ein paar Fenris-Wolfsbrote. Eigentlich wäre er der nächste gute Kandidat. Da er keine Reiterei hat. So, Bannerträger. Wo ist mein Bannerträger? Da ist mein Bannerträger. Irgendwo eingefercht. Also ja, da runter. Bevor dir sein Tor latschen. Alles, was wir an Truppen haben, hier sammeln. Na, man sieht es, es geht wirklich recht schnell. Wow. Vor allem geht es recht schnell, die da rauszulocken. Okay. Das könnte jetzt etwas schmerzhafter werden, bis der hier ankommt. Mir sah es, bis ich ihn mal ausgewählt habe und unter Dauerfeuer gesetzt habe. Wird mich das ziemlich viel von meinem und seinem her kosten. Und man sieht schon, so Bevölkerungslimit ist ziemlich verändert jetzt mittlerweile. Okay, einer seiner berittenen Stoßtrupps ist bei uns geblieben und sie sind friedlich geworden übrigens. So wie seine Fenriswölfe hier noch geblieben sind. So. Bannerträger. Schicken wir ihn zum letzten Dorf. Beziehungsweise zum letzten Kampflager. So haben wir dann alle drei unter Kontrolle. Also Eiriks Clan, Arngrims Clan und zu guter Letzt Wibalds Clan. Übrigens werden auch die Einheiten immer stärker, je mehr Heere wir besiegen. Man sieht nämlich, der hat schon schwer, jetzt auf einmal schwere Alfsergs. Also werde ich mal mit Bronze dagegen halten müssen. Und meine Armee eben. So, und warten, dass es der Herse hierher schafft. Dass ich ihn ordentlich bebomben kann. Weil eigentlich ist nur er der Mittelpunkt des Angriffs. Wenn er fällt, sind die anderen Truppen meine. Auch wenn jetzt gerade nicht mehr viel davon übrig ist, wie ich sehe. Ist im Kampf gefallen. Unsere Äxte gehören euch. Das war schon die ganze Mission. Jo. In 10 Minuten geschafft. Gut. Aber das hier wieder ein Cliffhanger ist, beende ich mal. Also machen wir erstmal das Resümee. Wir haben die Zwergenschmiede abgeschlossen. Die Zwergenschmiede. Um Midgard zu erreichen, schlägt Kairon vor, den Weg durch die Zwergenminen zu nehmen. Diese müssen zunächst von den Riesen befreit werden. Also ja, Riesen sind das Hauptproblem und dass sich die Clans bis jetzt bekämpft haben, was wir ja jetzt gerade geändert haben. 24. Nicht aus dieser Gegend. Unsere Helden treffen auf Skuld, dessen Vollstack-Banner die Wikinger vereinen kann, wenn es gelingt, ihn sicher durch das Land der Riesen zu geleiten. Ja, Skuld hat gesagt, sie werden aufhören zu kämpfen, aber nicht, dass es klappen wird, sie zu überzeugen. Und Begrüßungskomitee.
Die Wikinger-Clans bekämpfen sich untereinander. Unsere Helden müssen das Vollstick-Banner nutzen, um sie zu ein. Haben wir gemacht. Und als nächstes kommt Bündnis. Ja. Das ist die nächste Mission in der nächsten Aufnahmesession. Aber das dauert noch eine Weile. Deswegen sage ich, bis dann.